Als Urban Explorer sind wir ständig auf der Suche nach Orten aus einer vergangenen Zeit. Die von uns gezeigten Orte behandeln wir mit Respekt und betreten sie letztlich ohne Einsatz von Gewalt. Ja, hi. Moin, Chef. Moin, Thomas. Mit dir wollte ich sprechen. Letztlich wollte ich gerade sagen, ja, der Wally Frank, du weißt, ne? Ja. Hat irgendwo in den Stuhl gecrashed und Budgetkosten einsparen. Ne? Willst du ein paar Chips? Ja, danke, nein. Ja, du wolltest Urlaub haben, ne? Das wäre mal echt gut. Also, gerade hier in dem Betrieb, ich muss ja mal auch mal sagen, ne? Also, noch ein paar Wasser. Ja. Hier. Ja, ja. Ja, momentan ist die Kacke am Dampfen, aber ich kann es schon verstehen. Wo wolltest du eigentlich hin? Malediven, ne? Ja, so richtig ein, ne? Bisschen meinen raushauen, ja, richtig. Ja. Wenn schon richtig. Ich habe schon mal geguckt. Jetzt im Monat Juli ist ein bisschen eng. August will passen, aber du wolltest ja schon im Juli fahren, fliegen, ne? Eventuell kannst du dann mit den Steven tauschen. Ich trage das mal so ein, da war jetzt, ich würde mal sagen, von Mitte Juli bis Anfang August, ja, will ich dir geben. Hört sich gut an, ja. Zwei, drei Wochen kriegen wir das hin. Nett. Ne? Ich quatsche dann nochmal mit den Steven ab und dann okay, schauen wir weiter, ne? Dankeschön. Das ist nett, Chef. Alles klar, Thomas. Jo, danke, ne? Tschüss. Warum Thomas? Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video auf diesem Kanal. Thomas und ich, der Mike, der Sigmo da hinten und Galina hinter der Kamera befinden uns gerade in einer ehemaligen Papierfabrik. Ja. Ja. Hier befinden wir uns gerade aktuell in so einem kleinen Behandlungsraum. Da haben wir noch so eine Liege. Eventuell war ja auch die Physiotherapie der Arbeiter vom schweren Papierschleppen. Und ich würde sagen, wir desinfizieren jetzt kurz unsere Hände. Oh, da kommt doch was raus. Ich dachte, das wäre leer. Ja, ich wollte mal das Infektion rein. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Blasen an den Händen oder Pusteln. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis 2018 haltbar. Dann kommt da rausgesprungen. Zwar abgelaufen, aber fühlt sich immer noch besser an als Lost Place Parzellen. Falls mal dein Rohr verstopft ist, ne? Dann kannst du mal so richtig einen auf den Kacke hauen mit so einem richtig großen Pömpel. Der gute alte Rabbi. Leute, schaut mal hier. Die läuft sogar noch. Ja, Freunde, jetzt befinden wir uns gerade mitten in einem Labor für die Entwicklung, Forschung, nein, nicht Forschung, ich würde sagen eher für die Entwicklung der Papierstoffe, Recycling, was auch immer. Und was finden wir hier? Ein Hufeisen. Wir halten es kurz nach oben, dann gibt ein bisschen Glück, dann fangen wir auf und schütten eine super über uns.
hier haben wir noch was gefunden oben in der Wand. Es scheint so, als sei dieses Gebäude 1910 entstanden. Oh Gott, was erschrecken Sie mich denn da? Da haben wir einen Kühlschrank. Sollen wir diesen öffnen? Ja oder nein? Stimmt mal schnell ab. Geben schnell das Däumchen nach oben für ja. Für nein, das Däumchen nach unten. Okay, ihr habt abgestimmt. Nee. So Leute, und wir stimmen mal wieder ab. Ja, wir haben einen Kühlschrank gefunden. Sollen wir ihn aufmachen? Däumchen nach oben. Sollen wir ihn schließen oder geschlossen lassen? Däumchen nach unten. Ihr habt abgestimmt. Mein Gott, stinkt das hier. Wir machen den auf. Oh. Alter. Alter. Was du? Was war das? Hier ist noch schlimmer. Und natürlich passend zu Weihnachten das Weihnachtsgeschenkpapier. Ja, da wurde wohl ein Obi überfallen. So Leute, wir befinden uns jetzt hier als Besucher natürlich immer noch in der alten Papierfabrik und ja, hier gibt es jetzt einen kleinen Contest, das hat sich die ehemalige Firma hier einfallen lassen für uns, für die Besucher, für euch. Einen kleinen Contest hier mit einem 50 Kilo Gewicht. Kommen Sie mal bitte näher, ja, noch näher, noch näher, noch näher, noch näher, noch näher. Gucken Sie mal hier, hier rum, hier, weiter, 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 hier, hier, schön auf die Zahl hier, 50. Bitte. Ganz bitte. Leicht. Ja. Das ist schön. Ja, ihr seht es schon, okay. Aber ein 50 Kilo Klotz sieht klein aus, sollte aber liegen. Ich hab doch gesagt, kommt näher. So. Wichtig ist die richtige Position. Auch raus, rein, auch rein, Arsch raus, Rückkreuz. Ja, da hat schon Gewicht. Ne? Aber jetzt mit einem Arm, ne? Jetzt mit einem Arm. Schön einmal hoch. So. 50 Kilo. Komm, ich mach das auch mal einmal. So ganz locker aus der Hüfte. Ah, ist schon gut, ne? Ja. Kann man so
Contest machen am besten so, wie lange man den halten kann. Ich glaube, dann wollte ich noch einen zweiten noch. Ja, ja. Das geht schon auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich würde sagen, unentschieden. Ein paar Blümchen zur Freude. Ja, und hier, Freunde, das Buch Papier. Tja, Leute, das leider alles weiß. Der Magic Wipe war am Start. Der Thomas hat hier gerade so Stühle entdeckt. Schaut da mal. Die sind auf jeden Fall relativ groß. Vom Style so 70er, sagst du, ne? Ja, und auch, boah, recht schwer. Und schwere Jungs, die hatten wir auch hier, ne? Gefangen im Labyrinth. Und hier, Leute, das gesamte Insolvenzrecht. Ja, Freunde, passend zu Weihnachten, oder besser gesagt, in jedem siebten Ü-Ei gibt es die Second-Version Earnings und das Comeback Sammelfiguren. Warte, weiß ich jetzt nicht mehr. Thomas, ja. Du fühlst mich hier so wie so eine Prinzessin, so eine Kleid. Das ist ein richtig schönes Samtkleid. Ja. Fühlst du das auch? Ja. Zusammen könnten wir als Schwestern durchgehen. Auf jeden Fall. Ja. Mit der Kraft des Hammers. Leider nur ein kleiner Nachdruck, aber trotzdem ganz witzig. Ja, Freunde, das war's auch hier mit unserem Video aus der Papierfabrik, Verarbeitung, wir nennen es mal Fabrik. Mit dabei war heute der Thomas von Itstomex, der ist unten verlinkt. Mein Team, Mike und Galina, und ja, mit dabei war heute auch ein Special Guest. Juli heißt sie, ja? Die ist leider nicht verlinkt. In diesem Sinne, meine Freunde, danke fürs Reinschauen und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein!